Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In meinem letzten Video habe ich euch ja gezeigt und erzählt, was ich alles für meine Hausgeburt vorbereite. Und das war noch in der Schwangerschaft. Und wie ihr sehen könnt, ist unser Sohn jetzt da. Die Hausgeburt ging super über die Bühne. Und er ist jetzt 2,5 Wochen alt und ich werde euch jetzt heute alles über unsere Hausgeburt erzählen. Fangen wir mal direkt ganz vorne an. Meine Frauenärztin hat mir ja zuerst den 26. Februar als errechneter Geburtstermin genannt und in den späteren Schwangerschaftskontrollen korrigierte sie dann auf den 3.3. Und für mich in meinem Kopf war dann irgendwie so, habe ich mir das so zusammengereimt. Ja gut, vermutlich wird er dann zwischen dem 26.2. und dem 3.3. irgendwann in dieser Zeitspanne zur Welt kommen. Im Endeffekt kam er dann aber erst am 10.3. zur Welt. Also ich habe ihn genau 7 Tage übertragen. Und wie ihr wisst, war Geduld noch nie meine Stärke. Und es war echt, ja, man sagt ja immer, als Mama kann man von seinen Kindern lernen. Und er hat mich nochmal, ja, auf eine richtige Geduldsprobe gestellt. Auf jeden Fall war es aber echt so, dass ich immer wieder gedacht habe, jetzt geht es an jedem Moment los, weil ich hatte so viele Geburtsanzeichen schon vor dem 26.2. Ich hatte regelmäßig Übungswellen, die auch immer mal wieder intensiver wurden. Ich hatte schon sehr früh Schleimtropfabgang und ich hatte zeitweise so Fruchtwasserabgang. Ich dachte jedenfalls, es war Fruchtwasser, aber war es offenbar nicht. Und bei unserem ersten Kind hatte ich keinerlei Geburtsanzeichen. Da war dann einfach, die Wellen gingen los und dann ging es dann aber auch los. Und bei ihm war es halt immer wieder so, dass ich dachte, jetzt geht's los. Und es war dann aber immer wieder so eine Enttäuschung, oh, doch noch nicht, doch nichts gewesen. Weil ich habe mich halt so auf diese Hausgeburt gefreut. Das war so mein großer Traum, das einmal erleben zu dürfen. Und ja, ich habe dann irgendwann so die Hoffnung wie so ein bisschen aufgegeben und mir nicht mehr groß Hoffnung auf diese Anzeichen gemacht. Und auf jeden Fall war es dann halt so, ja, ich habe schon 7 Tage übertragen. Ich musste dann auch nochmal ins Spital zur Fruchtwasserkontrolle, ob noch genug Fruchtwasser da ist. Und auf jeden Fall war da alles noch genug da. Aber es wurde dann halt auch schon besprochen, ja, was würde man machen, wenn ich jetzt noch länger übertrage? Wann würde man beginnen mit Einleiten? Und ich wollte das halt alles nicht. Ich wollte einfach komplett natürlich hier bei uns zu Hause im Schlafzimmer, hier hat der Geburtspool gestanden, unser Sohn zur Welt bringen. Und meine Hebamme meinte, Anja, bleib ruhig, bleib entspannt. Wir können auch ET plus 13 noch zu Hause gebären. Einfach alles in diesen 14 Tagen nach Termin ist machbar. Und trotzdem aber hat sie ein bisschen meine Ungeduld gespürt und hat dann auch gesagt, ab dem 8. Tag würden wir langsam beginnen, auf natürliche Art ein bisschen anzuregen. Ich habe halt wirklich gar nichts gemacht. Also bei unserer ersten Tochter wäre der Termin der 26. Januar gewesen und sie kam aber am 28. dann zur Welt. Und auf jeden Fall schon am 26.01. hat man mir im Spital, man nennt das gestrippt, also man hat den Eipol gelöst. Und ja, das ist halt eigentlich schon, ich nenne es jetzt mal ein bisschen übertrieben, eine leichte Form von Einleiten. Also man geht halt da schon ein bisschen um die Geburt in Gange zu leiten. Und das wollte ich halt bei ihm nicht. Meine Hebamme hat gemeint, den Eipol lösen, das werde ich dir nicht tun, aber wir könnten ab dem 8. Tag vielleicht mal irgendwie so einen Venencocktail ausprobieren oder ich könnte Moxen oder Akupunktur machen, einfach um so ein bisschen einen Kick zu geben, dass es nicht mehr zu lange dauert. Und eigentlich habe ich so gedacht, ich möchte das, weil ich möchte auf keinen Fall ein Einleiten riskieren und ich möchte auch, ich weiß nicht noch wie lange warten, aber da war auch dieser inneren Wunsch so stark, meinen Sohn nicht stressen zu müssen. Schließlich wird man dann früh genug im Leben gestresst. Ah, kann er noch nicht laufen, aber er spricht noch nicht. Ah, und dies sollte er doch schon können. Und ich dachte mir, hey, eigentlich soll sein Leben doch nicht schon starten mit jetzt musst du aber. Ich wollte eigentlich, dass er einfach auf natürlichem Wege, dann er bereit ist, zur Welt kommen kann. Ohne Eipol lösen, ohne irgendwas. Und ich habe dann aber mit meiner Hebamme abgemacht, dass sie am 11. März mittags eben jetzt mal ein bisschen Akupunktur machen würden oder moxen würden, aber am 10. März zuvor, also am Abend, ging es dann los. Er hat sich von selbst entschieden, jetzt 10. März ist mein Tag, jetzt legen wir los, Mama. Also es war auf jeden Fall so, dass ich mir das Abendessen zubereitet habe und ich wollte gerade so den ersten Happen nehmen. Da habe ich bemerkt, wie Wasser meine Beine runterläuft und zwar richtig viel Wasser.
Und ich habe gedacht, ist das jetzt Fruchtwasser? Ist das jetzt meine Fruchtblase, die jetzt hier aufgegangen ist? Weil bei meinem ersten Kind ging die Fruchtblase unter der Geburt auf. Und ich habe da so ein Ploppen gehört und das hat auch so ein bisschen wehgetan. Und bei ihm habe ich nichts gehört und auch nichts gespürt. Und deswegen war ich mir nicht sicher. Und ich hatte noch so diese Teststreifen von meiner Hebamme zu Hause. Und wenn man die ins Fruchtwasser hält und der Teststreifen blau wird, dann ist es Fruchtwasser. Und ich habe die da reingehalten, da ist zuerst mal minutenlang nichts passiert. Und irgendwann wurden die dann so lila, violettmäßig. Und ich so, ja. Ist jetzt das Fruchtwasser? Mein Verlobter war so, bist du bescheuert? Was soll es dann sonst sein? Natürlich ist es Fruchtwasser. Aber weil ich mich halt schon so oft gefreut habe, wollte ich mich halt nicht schon wieder zu früh freuen, dass es jetzt losgeht. Wir haben dann aber trotzdem meine Hebamme angerufen und sie meinte auch, ja, was soll es sonst sein? Sie macht sich jetzt dann auf den Weg zu uns. Dann haben wir meine Mama angerufen. Meine Mama wollte ich unbedingt dabei haben als Betreuung für unsere dreijährige Tochter. Sie wollte ja bei der Geburt dabei sein und das war auch unser Wunsch. Wir haben sie auch schon wirklich die ganze Schwangerschaft immer in die Geburtsvorbereitung mit einbezogen und sie hat sich so gefreut, hat jeden Tag gefragt, Mama, wann geht's jetzt los? Mama, wann gehst du in den Pool? Und ich wollte einfach meine Mama für sie dabei haben, falls es dann doch anders kommt, als sie das vielleicht denkt oder als ich das vielleicht denke. Einfach, dass sie eine enge Bezugsperson hat, mit der sie zu jeder Zeit den Raum verlassen könnte. Deswegen, meine Mama haben wir angerufen und die Geburtsfotografin. Und nach diesem Platzen der Fruchtblase ging einfach erstmal gar nichts. Erst so nach 1,5 Stunden hat dann mal die erste Welle eingesetzt. Aber ich sag euch, ich kenne ja die Geburtswellen von meiner ersten Tochter und auch da habe ich die Geburt schon total positiv erlebt. Aber trotzdem, das war so viel softer. Ich war so zu Milan, hey, ich spüre schon diese Wellen, aber ich weiß nicht, ob das Übungswellen sind. Ich spüre das nicht so heftig. Und der so, klar sind das Wellen. Dein Fruchtblas ist geplatzt, es geht jetzt los. Und ich war mir irgendwie immer noch so unsicher, weil ich irgendwie einfach mich diesmal noch besser als bei der ersten Geburt so gut gehen lassen konnte, entspannen konnte und da reingeben konnte. Und durch das kam mir die Geburt einfach so soft vor und so sanft vor. Ich bin überzeugt, es liegt auch daran, weil wir hier zu Hause in unseren eigenen vier Wänden waren und ich mich hier halt am entspanntesten, am sichersten und am wohlsten fühle. Auf jeden Fall, ja, hatte ich diese soften Wellen, nenne ich jetzt mal, die ich zwar gespürt habe, aber die waren nicht schmerzhaft. Ich würde sie einfach so als eine Art Druck, eine Kraft beschreiben, die zwar immer regelmäßiger wurde und immer ein bisschen intensiver, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie sagen musste, oh, ich bin gestorben, überhaupt gar nicht. Meine Hebamme hat anfangs noch gesagt, du, vielleicht müssen wir dich mal zum Pool rausnehmen, weil ich habe das Gefühl, das Wasser dämpft so ein bisschen also hemmt ein bisschen deine Wehen. Also auch die Leute um den Pool herum haben mir irgendwie nicht so abgenommen, dass ich schon Geburtswehen habe. Und auf jeden Fall hat sie dann mich gefragt, ob ich damit einverstanden wäre, dass sie mich mal untersucht. Und ich habe dann zugestimmt und gesagt, ja, untersuch mal, wie weit ist mein Muttermund schon geöffnet? Und er war dann einfach schon 5 cm offen. Wir so, oha, okay, da scheint was zu gehen. Und beim nächsten Untersuch war ich dann, da war kurz darauf, ich habe jetzt kein genaues Zeitgefühl mehr, also die gesamte Geburt von Beginn an bis zum Schluss hat ungefähr 3 Stunden gedauert. Und ja, nach diesen 5 cm, beim nächsten Untersuch waren es dann auch schon 9 cm. Also wusste ich, wow, jetzt bin ich an der Übergangsphase. Jetzt kommt nur noch die Austreibungsphase und dann ist es schon geschafft. Und die Austreibungsphase kenne ich halt von der ersten Geburt meiner Tochter, dass die kurz geht, dass es da einfach ein paar Presswehen braucht und dann ist das Kind da. Meine erste Tochter, die kam ja auch so wusch in einem Schwall raus. Also da kam nicht zuerst der Kopf und dann die Schulter, die kam einfach platsch in einem Schwall raus. Noch so mit salutierender Hand, so bam, hier bin ich. Und ich hatte das halt so in Erinnerung, als mir die Hebamme gesagt hat, 9 cm, habe ich gesagt, ja, jetzt ist es dann gerade geschafft. Und ich sage euch, bis zu dieser Übergangsphase war alles total sanft. Und dann wurde ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, von der Austreibungsphase. Weil ich hatte total kurze Presswehen. Und es ist so, wenn ihr vielleicht noch nie ein Kind geboren habt oder euch damit noch nicht so auskennt, man schiebt am Schluss mit der Welle das Kind mit. Also mit der Wehe muss man mitatmen und das Kind rausschieben. Und wenn man halt schiebt oder presst, wie es ja viele machen,
Was eben vielleicht, wenn ich das so sagen darf, nicht unbedingt optimal ist, weil man halt bei diesen Pressen alles verkrampft und verspannt und dann natürlich auch der gesamte Beckenboden sich verkrampft und verspannt und es dadurch die Geburt verlangsamen kann. Also deswegen sollte man auch da, auch wenn es intensiv wird, versuchen, entspannt zu bleiben. Ich habe das versucht, ich muss aber sagen, es war schon eine Challenge, weil diese Austreibungsphase intensiv war und weil ich eben so kurze Presswehen hatte. Weil wenn ich halt gepresst oder geatmet hätte außerhalb dieser Presswehen, dann riskiert man halt eine Geburtsverletzung. Also halt, dass man einen Dammriss oder einen Labienriss davon tritt. Und ich wollte halt keine Geburtsverletzung haben. Ich wollte es ohne Geburtsverletzung schaffen. Das war meine Vision. Und auf jeden Fall konnte ich ihn einfach nicht rausschieben, weil diese Presswehen so kurz waren und der Kopf kam immer und ging wieder zurück und kam wieder und ging wieder zurück. Und ich wusste, wenn ich presse, dann reiße ich auf. Und es war dann einfach so ein starker Druck nach unten und im Nachhinein wussten wir dann auch wieso, weil er eben 4,2 Kilo schwer war und einen Kopfumfang von 37 cm hatte. Also er war ein sehr großes Baby, er war fast ein Kilo schwerer als mein erstes Kind und aufgrund dessen war eben dieser Druck nach unten auch so intensiver. Ich war im Vierfüßler im Geburtspool. Und ich muss sagen, das Wasser hat Gott sei Dank mein Gewebe ein bisschen weicher gemacht und diese Vierfüßlerposition hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass ich eben dann keine Geburtsverletzung davongetragen habe. Ich kann euch sagen, bis zur Übergangsphase war es wirklich fast schon zu schön, um wahr zu sein. Und dann diese Austreibungsphase am Schluss, da musste ich echt nochmal meine ganze Motivation, meine ganze Willenskraft rausholen, weil ich einfach fast schon ein bisschen ich kam an meine Grenzen, ich würde sogar sagen, über meine Grenzen hinaus fast schon, weil ich einfach gemerkt habe, ich krieg den nicht raus. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, so, jetzt gehe ich nochmal in mich, hole alles raus und jetzt. Und ich habe gebrüllt wie eine Löwin. Also mein Verlobter war so, hat mir nachher gesagt, also bei der ersten Geburt warst du nicht so laut. Und bei ihm war ich wirklich, habe ich so wie so eine Löwenmama, so ein Löwengebrüll von mir gegeben, während ich ihn rausgeschoben habe. Und ich hätte schwören können. Ich habe gedacht, ich muss jetzt einfach, egal, wenn ich jetzt aufreiße, ich muss jetzt einfach, ich will es jetzt einfach hinter mich bringen. Ich kann nicht mehr. Wirklich. Und wer war dann da? Und dann war wirklich so diese Erleichterung. Ich habe es geschafft. Mein großer Traum, die Hausgeburt, ist in Erfüllung gegangen. Oh mein Gott, die Hormone sind mit mir durchgebrannt. Es war so ein überwältigendes, wunderschönes Erfolgsgefühle, kann man fast schon sagen. Es war wirklich, diese Liebe, die lässt sich nicht in Worte fassen. Und dann haben wir die Plazenta auf natürlichem Wege nachkommen lassen. Und ich habe dann auch im Pool gesessen, habe ihn auf den Arm gehabt. Und dann gingen wir irgendwann zum Wasser raus. Dann haben wir die Nabelschnur auspulsieren lassen. Und erst dann hat mein Verlobter Milan sie dann durchtrennt. Es war so schön alles. Und dann hat die Hebamme mich untersucht. Ich hätte schwören können, jetzt wird sie mir sagen, jetzt müssen wir noch ins Spital fahren, um zu nähen. Weil es ist so, meine Hebamme hat mir gesagt, sie kann bis Dammriss zweiten Grades alles nähen. Oder auch Labien kann sie nähen, wenn die gerissen sind. Aber alles, was stärker ist, vom Schweregrad her, da muss man kurz zum Spital fahren und das nähen lassen. Das wäre jetzt auch nicht die Welt, aber ich habe mich schon darauf eingestellt. Jetzt muss ich nähen gehen, weil ich bin eh überall zerrissen. Und sie untersucht mich und sagt, kein Dammriss, kein Labienriss, sie muss nichts nähen. Und ich war so, was? Wie ist das möglich? Ich habe doch so einen Druck gespürt. Aber hey, ich glaube, die Vierfüßlerposition und das Wasser haben dazu beigetragen. Und ja, ich habe halt allgemein sehr gutes Gewebe, auch aufgrund meiner Ernährung und meinem gesunden Lebensstil. Keine Geburtsverletzung davon getragen. Es war einfach wirklich so, wie ich mir das gewünscht habe. Die Austreibungsphase am Schluss war intensiver, als ich gedacht habe, das ist so. Aber alles in allem war es mein absoluter Traum, meine Hausgeburt, unsere Hausgeburt. Und ich erinnere mich so, so, so gerne an dieses einzigartige Ereignis zurück. Ja, ich könnte wetten, wenn ich jetzt dieses Video zusammenschneide, fallen mir noch 1000 Sachen ein, die ich noch hätte sagen wollen, aber vergessen habe. Aber ich werde das Thema sowieso noch auf und ab auf meinem Instagram-Channel thematisieren. Deswegen folgt mir auf Instagram, wenn ihr es noch nicht tut. Da wird es jetzt die nächsten Wochen immer wieder ums Thema Hausgeburt gehen.
Ihr dürft sehr gerne schon mal all eure Fragen oder irgendwelche Comments, die ihr sonst habt oder machen möchtet, hier unter dieses Video in die Kommentare schreiben. Ja, und abschließend, was will ich noch sagen? Ja, ich habe jetzt wirklich meine Hausgeburt so positiv erleben dürfen. Möchte aber auch sagen, dass das nicht einfach von nichts kam. Ich persönlich habe mich da intensiv monatelang darauf vorbereitet. Nicht nur ich habe auch meinen Geburtspartner Milan mit einbezogen. Wir haben unsere Tochter vorbereitet. Wir haben ja für sie eine Bezugsperson organisiert. Hier bekommt jemand Hunger. Und ja, ich glaube, wichtig ist es auf jeden Fall zu erwähnen, dass eine Hausgeburt nicht einfach für jede Frau das Richtige ist. Ich glaube, da muss man erstens mal so ein bisschen der Typ dafür sein. Man muss eine mentale Stärke haben, weil es ist halt schon so, wenn ihr im Spital seid, dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, nach einer PDA zu verlangen, die euch halt die Schmerzen, wenn ihr sie so empfindet, lindert. Oder ihr habt jederzeit die Möglichkeit, einen Kaiserschnitt zu machen. Und das habt ihr halt zu Hause nicht. Zu Hause ist halt einfach Natur pur. Man kann zwar, wenn irgendwas nicht geht, ins Spital verlegen. Das ist möglich. Da kenne ich auch viele Storys dazu. Und das war dann auch kein Problem. Aber ich möchte auf jeden Fall sagen, ich bin keine Ärztin oder so. Also ich darf und möchte hier bezüglich auch keine Tipps geben. Aber ich möchte euch einfach sagen, wenn ihr das plant, ist meine Empfehlung, kontrolliert einfach, ob wirklich alles passt, weil es müssen viele Voraussetzungen erfüllt sein, also nicht nur die Geburtslage des Kindes, euer gesundheitlicher Zustand. Bei mir war es jetzt die zweite Geburt, ich habe ja bei der ersten Geburt schon damit gespielt, ob ich eine Hausgeburt machen will, habe mich dann aber doch nicht getraut, weil ich halt nicht so wusste, ja, was erwartet mich. Und weil diese erste Geburt eben schon so ring war, das war ja eine 4,5 Stunden Geburt, auch ohne Pedia, ohne sonst was, sie war im Spital, da wusste man halt schon, okay, statistisch gesehen geht die zweite Geburt noch etwas zackiger und noch etwas ringer. Deswegen bei mir haben einfach viele Voraussetzungen gestimmt und ich glaube, ich darf empfehlen, prüft das auch bei euch, ob ihr die Voraussetzungen erfüllt. Aber ich glaube, am wichtigsten ist einfach, dass jede Frau selbst entscheiden darf, wo möchte sie gebären, wo fühlt sie sich am sichersten, am entspanntesten und am wohlsten und dass ihr Wunsch, völlig egal, ob das zu Hause sei, im Geburtshaus, im Spital oder sonst wo, respektiert wird und dass ihr ein gutes Team an eurer Seite habt.